Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Ja, da tut er nichts zu sagen. Udo. Ja, das kann's haben. Und Opa Gerke. Tiffy, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren, mich und sogar nimm dir selber, ne? Bis das Neueste, meine Schwester will heiraten. Du liebe Zeit, ist Mario? Ja, sie müssen wohl. Mhm. Also noch dieses Jahr wegen Steuergeschichten. Naja, auf jeden Fall feiern sie in Waldschlösschen und das ist ja richtig edel. Ja, mal abwarten. Wie ist denn da der Bratenlauf, wenn ich mal fragen darf? Wie jetzt, Bratenlauf? Bratenlauf wegen der Sitzordnung. In Waldschlösschen musst du an der Stirnseite sitzen. Wieso, was ist denn da? Steffi, in Waldschlösschen servieren sie die Platten nur von einer Stirnseite, weil die Tische mit der anderen Seite direkt an der Wand stehen. Ja, wie jetzt? Ja, da musst du sitzen oder in der Nähe, weil, wenn der Bratenmarsch kommt, dann laufen die Kellnerin mit der Bratenplatte an dies eine Tischende. Ja, aber den gibt man doch weiter. Dann kriegt der vorne so ein verfressener Assi die Bratenplatte unter Kontrolle, haut sich einen halben Teller voll und wenn du zu weit hinten sitzt, ist nichts mehr drauf, wenn er bei dir ankommt. Was sind die? Ja, Chris höchstens noch so Randfetzen mit Fett. Ja, und die zweite Fuhre stellen sie wieder vorne ab und dann frisst er schon seinen zweiten Teller und ich hab immer noch nichts. Kroketten fressen sie auch alle weg. Kriegst nur noch zu Krümel. Ja, von dem her ist das ja wohl entscheidend, wie rum das da um den Tisch läuft. Ja. Und dass denn gewechselt wird bei der zweiten Fuhre, muss ja angesagt werden, sowas. Ja, haben sie kein DJ, Steffi? Doch, DJ wollen sie. Ja, dann kann er doch ansagen. Zweite Fuhre, Richtungswechsel, Braten andersrum. Ja, damit man auch mal was zu fressen kriegt da. Und Unverschämtheit ist das. Kann ich mich jetzt schon aufregen. Ja, und dann bist du der Letzte, der da noch am Essen ist und alle starren dich an, weil sie auf Nachtisch werden. Das hat ja aber nichts mit dem Bratenlauf zu tun. Hier, man bringt ja Appetit mit. Also, ich hab jetzt schon dicke Faxen drauf. Sag mal, geht's noch? Ihr wisst ja gar nicht, ob ihr überhaupt eingeladen werdet. Oh. Also. Ja, nun. Ja, wieso? Es ist ja... Ja, wegen Waldschlösschen allgemein jetzt. Nee, ist klar. Was brauchst du denn noch, Franz? Ich brauch noch Idealkombination zweier Menschen. Mehrzahl mit 10 Buchstaben. Effenbergs. Jawohl! Was gibt's Neues? Ja, heute geht die Funkausstellung wieder los. Alles rund ums iPhone. Noch mehr Klimbim, noch mehr Mobile Solution da. Die ganze persönliche Gesprächskultur der Menschen geht den Bach runter, glaubt das? Ja, ja. Ja, was da jetzt so lustig dran? Nee, ich hab grad eine SMS von meiner Schwester gekriegt. Wolltest du einen Kaffee oder was war, Georg? Nein, ich meinte jetzt ja nur wegen... Warte mal kurz. Herrlich. Smiley. Schönen Tag noch, Süße. So, Georg, was sagst du? Ich hatte ja nur... Guck mal, meine Schwester ist gerade in 156er unterwegs und der Busfahrer hat eine Thermoskanne zwischen den Beinen. Zeig mal Foto. Einmalig, ja, ja. Ne? Geh euch denn nimmer noch ein. Hab ich ja. Ich wollte dir nur gesagt haben, dass... ja. Was nur denn schon wieder? Nee, mach weiter. Geh mal zu. Was? Nee, schon gut. Du, der 156er fährt alle 8 Minuten. Ja, und nur wie... Nee, ich hab es jetzt nur meinen neuen App nachgeguckt. Ach, die ist von der Buslinie. Hat Timo auch. Muss mir auch mal machen. Hast du denn überhaupt schon Dodeljump? Leute! Nee, zeig mal. Ah, ja. Muss mir auch machen. Ich dreh hier langsam durch. Lass doch mal diese Handyscheiße aus da. Das ist ja nicht so... Stopp mal eben. Nee, also guck mal, wie euch, wenn er sauer ist. Oh, süß. Alle riecht er widerig. Pass mal auf, jetzt merke ich ihn die Frisur von Georg. Rudi Völler. Warte. Was? Nee, Georg, ich kann sie tragen, ne? Guck mal. Ja, ich will auch nicht weiter stören. Ihr seid ja besessen, Mensch. Uha, Tante Kiede ist auf Erzi. I like you. Franz, was sagst du dazu, Mensch? Du bist doch einer von allen Schlag. Warte mal eben. Raimi! Hallo. Du, das klappt, ich kann dich hören. Ja, du, wo ich dich gerade dran hab, Raimi. Ich brauch noch Verdauungsorgan mit 5 Buchstaben. Franz? Was sagst du, Arsch? Du, das passt. Was gibt's Neues? Du, warum gibt das eigentlich giftige Pilze? Wie kommst du da denn nur auf? Ja, ich war gestern mit Marion im Wald, wir wollten was sammeln. Mhm. Und da fragte sie mich, warum das giftige Pilze gibt. Wisst ihr das? Also jetzt von der Natur her. Ja, damit da keiner beigeht. Also, du stellst Fragen. Ja, wieso? Da gibt ja auch Pilze, die nicht giftig sind. Mhm. Das muss doch einen Sinn haben, jetzt von der Natur. Ja, damit man da denn beigehen kann. Wieso? Da soll man denn ja bei. Und die anderen müssen sich ja schützen vor Fressfeinden. Ja, warum die anderen denn nicht? Ja, ich meine, Champignons gibt es ja genug. Und das sind viel mehr... als jetzt zum Beispiel Fliegenpilze im Wald. Und in den Gläser. Und in den Gläser auch.
Dann müssen sie sich ja schützen. Ja, aber wenn der Sinn von einem Fliegenpilz ist, dass da keiner beigeht, welchen Sinn hat er denn überhaupt? Ja, wir waren dabei früher. Da sieht's aber Schneewittchen in rosa Unterrock doch. Franz! Glaube mir! Ja, aber ich meine, warum macht die Natur das? Zum Beispiel auch mit Flöhe, die bringen ja nur gar nichts. Wieso, da gehen doch Vögel bei. Ja, da glaubst du, Mann. Da geht nicht ein Vogel bei so einem Floh. Der ist ja viel zu klein. Als Häppchen. Ah, danke, du Spinner. Allein schon. Naja, man muss eben im Wald vorsichtig sein beim Suchen, weil manche Pilze sind sich so ähnlich, jetzt von Aussehen, die musst du anlecken, ob das bitter ist. Wie? Ja, eine Hüde lecken oder eine Stiele. Und wenn das bitter ist, dann sind sie gefährlich. Ah, dann bist du an alle Pilze zu lecken. Und welche bitter sind, die schmeißt du denn einfach wieder im Wald? Du musst sie ja nicht rausreißen. Du kannst ja vorher dran lecken. Ach, dann kriegst du auf alle Viere durch den Wald und leckst die Pilze ab. Also. Du kannst ja auch in die Knie gehen. Ja, bei Giftpilzen gehst du erst recht in die Knie. Ja, ja, ja. Jörg, na, wollen wir es nicht hoffen. Ich klopf mal auf Holz. Ja, weißt du was? Deswegen kaufe ich ja immer, also meine Mutter, diese in der Folie aus dem Supermarkt. Ja, das sind so Kulturchampignons und nicht aus dem Wald. Ja, genau. Und die musst du dann ja auch nicht extra abwaschen. Wieso das denn nicht? Ja, weil da ja keiner dran geleckt hat. Du hörst es doch. Ja, nein. Was macht dein Lesel, Franz? Ich brauche noch alternative Energiequelle mit 8 Buchstaben vorne B. Alternativ? Ja, Batterie. Jawohl! Lacht 2 Tage in Sauer. Wie geht's euch? Das war eine schöne Hochzeit, Steffi. Ja, und du hast ja auch ein bisschen mit Oma Oldenburg geflirtet, ne? Das war richtig niedlich. Ansonsten muss ich sagen, ich bin ganz schön enttäuscht von euch. Ja, ich bin enttäuscht. Jetzt fang nicht wieder mit diesem Bratenlauf an. Es ist genau so gekommen, wie Udo gesagt hat. Ja, dann kannst du doch da nicht an dem Tisch dich hinstellen und die Leute anpöbeln von wegen Fleisch her. Und, ja. Und was hast du alles geschrien? Aha. Und dann schlägt er vorher noch ans Glas. Alle hören auf zu essen, weil sie denken, jetzt kommt eine Rede. Also, mir fiel fester Braten aus dem Mund. Na nun, ich lass mich doch nicht verarschen da. Georg, mir war es aber auch unangenehm. Du musst dich melden. Dich haben sie doch rausgeschmissen, als du deine Unterhose an Tanzen warst. Ja was, sie haben Schlüpfertanz angesagt. Ja Udo, das war ein Spiel. Da wurden die Unterhosen gestellt. Die konnte man sich vorne abholen und über den Anzug musste man die anziehen. Sorry, ich kenne es anders. Bitte? Und was ich auch noch mal fragen wollte, wer war eigentlich dieser eine da? Welcher? Ja, der eine. Ach der, weiß auch nicht. Komisch war der. Ein Spinner war das. Mhm. Nein. Franz, du meinst den anderen. Ja, der auch. Ach, der? Mit dem habe ich mich ja sogar noch angelegt. Der wollte behaupten, Steinkohlebergbau geht nicht unter 1000 Meter. Ja. Also, ja. Dieser Vollidiot. Und ihr wart ja plötzlich alle weg. Wo wart ihr eigentlich? Ja, ich hatte mich noch ganz nett mit diesem DJ unterhalten. Ah, der große Rolf Reuss. Er heißt ja wirklich Reuss. EU-SS. Also, nur bei seinen Auftritten schreibt er sich wie dieses Auto und mit diesen Zeichen auch. Ja, toll. Also, ich find's gaggy. Naja, also, der hat mich dann noch nach Hause gebracht. Aha. Mini. So. Es war ja glatt. Und meine Schwester musste Oma Oldenburg ins Hotel fahren. Bei der haben wir uns Sorgen gemacht. Also, als ich gehen musste, habt ihr sie ja schon gesucht. Du, die kam erst nach einer halben Stunde wieder von der Toilette mit offenen Haare und also, langsam bitte tüdelig. Das kann ich schon. Nee, Franz, sag es nicht. Was macht er das? Also, ich brauche nur Mehrheit der Belgier mit 6 Buchstaben, vorne F, dritter A und hinten E und N. Ja, Frauen. Ja. Franz. Was ich mal fragen wollte. Ja? Habt ihr schon mal über eine dynamische Unfallversicherung nachgedacht? Wie bitte? Nur mal so ganz unverbindlich gefragt. Ich lasse euch mal was hier, dann könnt ihr euch mal informieren, ganz unverbindlich. Was ist das denn nun? Georg, ist ganz unverbindlich. Rolf hatte mich gebeten, hier im Bistro mal rumzufragen, von dem her. Wer Rolf? Ach, dieser DJ da von der Hochzeit? Ja, Georg, unter der Woche ist er Versicherungskaufmann. Generalvertretung Rolf Reuss. Ach, Kugan. Du, das ist noch überhaupt Vertretung, ne? Also, er hat ein eigenes Büro unter dem Dach mit Computer und alles. Und am Wochenende ist er rollende Diskothek. Moment mal jetzt, der Typ hat dich nach der Hochzeit nach Hause gefahren. Und dann warst du schon bei ihm? Ja, aber erst war er bei mir, ne? Bevor er es woanders erfahrt. Rolf ist in mein Leben getreten. Oha. Nee, wirklich, ich hab mich vollkommen in ihn verloren. Rolf weckt Gefühle, Sehnsucht und 1000 Träume und entfacht ein Feuer du aber tief das unter meiner Haut. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, es ist von Andrea Berg, aber es passt ebenso gut, ne? Habe ich nochmal nachgehört. Die Sinne führen Regie. Ich fall ganz tief in dich. Ja. Mein Herz fällt auf die Knie. Ja. Steffi, ist er denn schon was gewesen? Also Franz, ja. So ist doch eine berechtigte Frage. Ihr seid so unromantisch. Nur so viel. Rocky musste letzte Nacht alleine schlafen, weil Mama gar nicht da war. Nimm mal, Rocky. So.
Ist das denn was Ernstes? Du, also er hat mich denn danach... Also, wir lagen da und... Also, dann kommt er ganz dicht an mich ran und flüstert mir ins Ohr. Hast du schon mal über eine Glasbruchversicherung nachgedacht? Und? Naja, das zeigt mir ja, dass er sich auch an mich binden möchte. Wir haben noch die ganze Nacht geredet. Über Glasbruch oder was? Auch. Also, allein schon. Machen wir lieber jetzt erstmal Rätsel. Ich brauch noch Maltechnik mit 10 Buchstaben. Nach Zahlen. Ach, dieses. Hm. Was ist denn? Ja, gestern, ich vom Fernseher, da blendet sich wieder dieser Boxer ein. Welcher? Der Schlumpfboxer? Nein, noch so ein anderer. Wie, der blendet sich ein? Ja, neulich auch schon. Da gucke ich mit Rocky einen schönen Liebesfilm, dann das Ende, so Gänsehaut pur. Also richtig was für mich, mit Kloß in Hals. Steffi. Nee, wirklich, den Tränen nahe und dann willst du es genießen. Eine schöne Musik auch. Ja. Und dann steht da auf einmal dieser Boxer mitten im Bild in einem Bademantel und dann heißt es Samstagabend Boxkampf so und so. Ach, dieses. Das passt ja nur gar nicht. Ja, dann machen sie öfters jetzt. Das war damals hier schon bei diesem Luftbrückenfilm. Mhm. Die Berliner Bevölkerung am Abgrund. Ja, wegen den Iwan. Rührende Szene. Mhm. Und dann auf einmal fährt Ottfried Fischer in einem BMW links unten ins Bild, macht die Scheibe runter und glotzt dich an. Mhm. Während oben die Kinder um Schokolade und Brot betteln. Und dann heißt es, der Bulle ist wieder da. Dann und dann um 21.15 Uhr. Also sowas. Du, da habe ich mich auch geärgert. Ach. Ja, weil das war mir zu spät. Und das überschnitt sich denn mit Zwegert zuletzt. Danke, Udo. Das war eigentlich nicht mein Thema. Ja, was? Also. Ja, eigentlich war es mein Thema, ne? Also. Ja, ich gucke auf jeden Fall gar kein Fernsehen mehr. Vorgestern auch. Ja. Ja, weit nach Mitternacht kommt da ein alter Western mit Randolph Scott. Ich denke, nimm's mal mit. Mhm. Auf welchen? Ja, weiß ich nicht. Bei mir ist das Nummer 32. So, und direkt nach dem Anfang wurde dieses Bild dann kleiner gemacht und dann liefen da noch so SMS-Grüße über den Bildschirm. Also, ach, was denn? Also, während das Eisenbahncamp niedergebrannt wird, auf eine spannendste Stelle, dann heißt es da in so eine Laufzeile unten, irgendein Black Beauty grüßt Babsi und die ganze... Saunabande. Ja, woher weißt du das denn? Nee, Also... Es kam mir bekannt vor, also von Filmen jetzt her. Der modernen Zeit, ne? Das ist der Untergang von Armland. Ah. Was macht der Esel, Franz? Ich brauch noch Nachwuchs des Rindes mit 4 Buchstaben vorne K. Ja, Kind. Meinst du? Was gibt's Neues? Du, jetzt macht die Frau in der Wohnung unter uns Ärger bei der Hausverwaltung. Ich würde zu viel spülen. Wieso, deine Mutter hat doch eine Spülmaschine? Nein, ja, jetzt WC-Spülung. Unser Rohr geht wohl bei ihr durch ihr Schlafzimmerwand. Und nun heißt es, ich hab 14 Mal ein Stück gespült. Allein, dass sie das mitzählt. Dann kannst du mal sehen, wie die drauf ist, also. Ja, was spülst du denn da auch andauernd? Ja, jetzt in dem Fall... Zigarettenkippen. Die Biester kriegst ja nicht runter mit einmal. Ja, das stimmt natürlich. Ja, die kommen ja immer wieder hoch. Ist irgendwie zu leicht. Ja, kenn ich. Das ist mal schlimmer als Wattestäbchen. Sag mal, was schmeißt ihr denn alles in die Toilette? Seid ihr noch zu retten? Hallo, meine Mutter verträgt keinen Aschenbechergestank in der Wohnung. In Mülleimer will sie es auch nicht haben. Manche Sachen, die darf man gar nicht in Hausmüll tun. Zum Beispiel Pinselreiniger, ne? Hallo? Mhm. Ja, aber im Klo hast du denn immer so Fettränder an der Wasserkante kleben, ne? Da musst du denn nachbürsten. Ja. Bei Spaghetti Bolognese auch. Ja, dann ist das auch noch rot von der Soße. Ja, und die Fettplatten aus dem Hack kommen auch wieder hoch, kleinteilig und schwimmen da rum. Ja, ich bin's auch leid mit diesen ewigen Hinterhergebürste. Also, dünne Suppe mache ich jetzt nur noch in Ausguss. Ja, und diese kleinen Hackbällchen kannst du durch die Löcher drücken. Mhm, bei Erbsensuppe kommst du drauf an, ob da Rauchspeck drin ist. Kriegst ja nicht durch die Löcher. Der bleibt sich unbenommen. Ja, ist doch so. Das mache ich dann in der Toilette, aber dann lege ich immer Papier drunter und eine Lage drüber vor und spülen. Ja. Dann zieht das alles wunderbar mit runter. Ja, du, das will ich dir auch mal ausprobieren. Na? Also Leute, das ist ja ungeheuerlich, ihr seid ja wohl nicht ganz dicht. Man sollte mich nicht wundern, wenn bei euch demnächst die Ratten in der Rohre sitzen. Ja, er nur wieder. Und wie sollen die da hochkommen mit der Räuberleiter? Was aber wirklich nervt, Kaugummi, ne? Das sinkt so auf den Boden runter und bleibt da liegen, tagelang. Du, das kenne ich, diese kleinen Batterien auch. Also Leute, ich... Ja? Nee. Also, was macht der Esel, Franz? Ich brauche noch verschwenderische Lebensumstand der Reichen mit 5 Buchstaben vorne L und U. Ja. Ach, Luder. Jawohl.
Ihr glaubt es nicht, mein Freund Rolf Reuss kommt vielleicht ins Fernsehen. Ah, Versicherungsgenie und Entertainer Rolf Reuss. Oh. Nee, wirklich, das wird eine ganz große Sache. Er hat ein 4-Wochen-Angebot in Europa-Park Rost bei dieser Sonntagssendung mit Stefan Ross. Was? Das ist cool. Er hat ja die besseren Story wie Kiwi in ihren Fernsehgarten. Ne, wenn da jetzt zum Beispiel Gigi Anderson und solche auftreten, dann stehen da ja manchmal welche mit Instrumente auch im Hintergrund, so als Band. Ach ja, kenne ich, die tun denn so, ne? Ja, und wenn dann einer so gebraucht wird, der eine Orgel steht, dann ist er da auf der Warteliste. Das ist ja der Hammer. Auf jeden Fall, wo er sicher drin ist, ist auf dem Campingplatz von Europa Park mit seiner eigenen Show, also in den Restaurant jetzt, und kriegt einen Wohnwagen gestellt. Ah, was? Ja, können Rocky und ich mit rein in diese 4 Wochen. Alles umsonst, sehr gepflegt, Satzschüssel. So, und jetzt pass mal auf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, jetzt pass mal auf, jetzt kommt's. Auf diese Anlage kriegt Rolf für bekannte Rabatt, weil er da einen gut hat, weil der Schwager von seinem Bruder da mal günstig in den Waschräume was gefliest hat oder so. Und den hatte er empfohlen, weil der bei ihm Glasbruch abgeschlossen hatte. Ja. Auf jeden Fall könntet ihr da über Rolf jetzt auch eine Woche wohnen zum halben Preis. Ja. Da müsste denn nur einer von euch bei Rolf eine Bauherrenhaftpflicht abschließen. Wie bitte? Ja, weiß auch nicht. Weil dann hat er wohl seine Quote und dann kriegt er eine Prämie und rechnet das denn da wieder mit rein. Wo rein? Ja, jetzt in diese ganze Geschichte jetzt. Ah, hochinteressant. Ja, nee, Georg, nur soll ich dich gerade fragen, ob dein Auto eine Anhängerkupplung hat. Selbstverständlich. Wieso? Ja, nur ist sein Vorschlag, er fliegt schon mal vor und macht da alles klar und so. Und dann könnten wir 4 ganz in Ruhe und ohne Stress mit dem Auto hinterherfahren, weil... Ja, was weil? Ja, nee, weil dann hätten wir die Möglichkeit, seine Anlage mitzubringen auf so einen kleinen Anhänger. Aha. Nee, den stellt er aber. Ja, also diese Bauherrenhaftpflicht, die könnte ich vielleicht über meine Mutter klären. Na, es klingt ja erstmal nicht so schlecht. Und falls mal was ist, ne? Ja. Ja, nur sollt ihr das mal bis Montag überlegen, weil er will ja nur auch langsam mal seinen Flug buchen, sagt er. Na, Leute, also... Moment, also sag mal. Was macht der Rätsel, Franz? Ich brauche noch Nadelloch mit 4 Buchstaben vorne ohne. Ja, so eine Öse. Passt. Habt ihr gestern Verona gesehen? Nee. Also, du hast Nerven, das lief doch Fußball. Nee, ich musste auch Verona gucken, wegen meiner Mutter. Ich hatte noch spekuliert, dass sie in der ersten Werbung wegschläft. War aber nicht. Ja, wie auch immer. Also, ich freue mich so für Verona, dass sie wieder da ist. Ja. Weil sie ist ja eine, die das ganz allein geschafft hat, ohne so eine Künstlerfamilie in den Rücken. Ja. Wie? Wer hat denn eine Künstlerfamilie in den Rücken? Ja, alle ja in letzter Zeit. Hier Daniela Katzenberger. Ich meine, sie hat Talent zum Star, wie kann ich sagen. Aber die Mutter war ja schon im Big Brother Container. Da war sie noch ein kleines Licht. Ja, Moment. Katzenberger hat ja auch ihr eigenes Ding gemacht. Sie war ja schon im Playboy. Da war die Mutter noch gar nicht im Container. Die Mutter wollte ja aber auch im Playboy. Haben sie ja nicht genommen. Ja, aber sie hat denn also vielleicht schon mal den Weg bereitet. Und die Schwester von Katzenberger ist ja auch Doku-Darstellerin. Sie war ja bei Mitten in Leben. Ah, nee, denn ist klar. Das ist ja die reinste Künstler-Dynastie. Das öffnet hier die Türen. Ist doch so. Oder ist das nicht so? Ja. Na? Die Mozarts konnten auch alle ein Instrument, meine ich. Denn Ochsenknechts, auch eine Künstler-Dynastie mit Jimmy Blue, Wilson Gonzalez, denn Uwe selber. Ja, jetzt kommt die kleine Cheyenne nach, ne? Ja. Maria und Margot Hellwig. Ja, die auch. Welche war da eigentlich noch welche? Na, mit bloßen Augen siehst du es nicht. Ist jetzt ja egal. Dann ja wohl noch die Fröhlichs mit Menowin. Was hat denn? Franz also, ne? Ich mein, ist auch so eine Dynastie, weil er ist ja der Cousin von Sido. Wer hat denn? Ein Rebbe. Was hat denn? Leute, habt das langsam. Von dem her, ne? Der eine Bruder von Menowin hat bei X-Factor vorgesungen und der andere macht jetzt bei Supertalent mit. Ja, und ich mein, die Mutter war auch im Container, ne? Nee, die war im Knast. Ach ja, aber dann ist da ja noch diese Cousine. Nein, mit der hat er 3 Kinder. Ach, sonst kennt man die, ne? Nee, sonst nicht. Ah, da kommt schon noch. Was brauchst du noch, Franz? Ich brauch noch künstliches Gewässer mit 7 Buchstaben. Freibad? Jawohl! Steffi, mach du noch ein paar Brötchen für die Fahrt? Ja, nee, nur warte mal. Ist alles klar für die Abreise? Ja, erster vorne Sitzer. Geht das wieder los? Nee, Udo, vergiss es. Hinten werde ich schwindelig. Du, Georg, du siehst ja wieder richtig gut aus. Deine Augen sind ja weg. Ja, danke. Oh. So, vorne sitzt sowieso keiner, da liegen die Kanister. Kofferraum ist ja voll mit eurem Kram. Was liegt da? 4,25 Euro Benzinkanister. Glaubst du, ich zahle diese Mafia-Preise an der Autobahn da? Sondern wenn du 100 Liter stark. Dann haben wir auch was gegen Mücke mit. Du gehst da nicht bei. Was? Nun müsste einer von euch auf der Fahrt von hinten so mit der Arme durchgreifen und die Kanister festhalten, sonst kippen die beim Bremsen.
Das wird dir gemütlich. Du, und wo soll meine Luftmatratze hin? Die ist hier schon aufgeblasen. Sag mal, tickst du noch richtig? Ja, wett, hab ich eine Tanke gemacht mit der Düse. Dann muss ich das nicht da in den Mund. Also. Ja, dann sitzt euch drauf da hinten oder was weiß ich denn? Hallo? Sag mal, Steffi, wie lange hat dieser Campingplatz da eigentlich auf? Ja, ganz normal. Weil, wenn wir gut durchkommen, sind wir morgen früh so um 3.36 Uhr da. Was? Und das sind 18 Stunden und 4 Minuten. Für die paar hundert Kilometer. Ja, mein Jetta hat optimale Verbrauchswerte bei 60 km/h im vierten und mit Anhänger fahre ich sowieso nicht schneller. Oha. Und alle 2 Stunden mache ich vorschriftsmäßig halbe Stunde Augengymnastik und Kniebeugen. Oh. Denn willst du da mitten in der Nacht dein Zelt aufbauen? Wieso? Wir kriegen da doch einen Wohnwagen. Rolf und ich ja schon, aber ihr seid ja in Zelt. Also, was? Das hätte ich ja gesagt. Wo kriegen wir das denn jetzt noch unter? Wo ist das denn überhaupt? Du, Georg, das kaufen wir vor Ort. Ich meine, bei Aldi haben sie gerade welche. Und wenn wir da gut mit umgehen, dann tauschen wir das hinterher wieder um. Ja. Ich werd hier gleich verrückter. Können wir denn noch bei Göttingen auf diesen Mega-Autohof? Was soll das denn? Ja, das soll wie eine kleine Stadt sein. Da haben sie sogar Rossmann und Schibo Prozenti. Nie, ne? Ja. Ich glaube es nicht. Ja, passt ja vielleicht. Wenn du Kniebeugen machst, dann gehen wir shoppen. Also, so dachte ich, ne? Also, ja. Wo ist der Anhänger denn überhaupt? Ja, der Anhänger ist ja noch bei einem Kumpel von Rolf. Ah. Und da steht momentan noch ein Klavier drin, aber... Was? Das hätte ich ja gesagt, ne? Wie bitte? Naja, das muss da ja runter, dann müssen wir die Orgel und die Boxen und dieses noch aufladen. Das ist ja bei Rolf im Keller, aber das hätte ich ja gesagt. Wie bitte? Georg, entspann dich mal, es wird alles super. Rolf hat gestern Abend angerufen, er hat schon Gigi Anderson gesehen. In Europa-Park, auf der Bühne? Ja, nee, der hat Kartoffelsalat gegessen an so einem Stand. Du, ganz normal. Nee, ne? Gigi, Hammer, ne? Wir kommen ganz nah an die Stare. Oh, ja. Ich freue mich so. Ja, ja. Schnell noch ein Rätsel, Franz. Ich brauche noch Flüssigkeitsmaß mit 5 Buchstaben vorne L und I. Ja, wo misst man das mit? So, zügig jetzt. An so eine Linie. Ja, pass genau. Abmarsch. Abenteuer Rust. Herrlich. Ja, man kommt mal raus. Die Hinfahrt. Hier macht was mit, du. Die Natur ist schon viel weiter hier, ne? Was sagst du, Franz? Oh, es liegt südlicher. Was sagt er? Mhm. Udo, was weiß ich denn? Ah. Georg, fahr doch ein bisschen schneller. Wir kommen nur gar nicht voran. Und das ist mir egal, das mache ich mit Absicht. Was soll das denn? Ja, der Bus hinter uns ist da und ein Lichthupen. Den lasse ich verhauen jetzt so. Bitte? Aha. Was jetzt denn? Jetzt fährt er auch noch zu dicht auf. Schreib mal die Nummer auf, Udo. Ja, mit den Anhängern sehe ich nichts. Und ich kann mich sowieso nur ganz schlecht umdrehen. Ich hab ja hier die 5 Flaschen Sprite auf dem Schoß. Ja, was soll das eigentlich? Ja, was soll das eigentlich? Ja, wo soll ich sie lassen? Es ist ja alles vollgepackt hier. Nein, ich meine, warum einer 10 Liter Sprite saufen muss auf einer Autofahrt? Also. Ja, was? Ja, wat? Das ist ja auch schon mit für vor Ort. Also. So, Freundchen. Was nur noch? Nee, er schon wieder, der Bus. Nun lass doch mal. So, wie gefällt dir das hier? Jetzt tippe ich mal kurz auf das Bremspedal hier. Da ist er nicht dümmer von geworden, du. Mann. Aha. Toll, jetzt hab ich Thunfischsoße auf der Hose. Was? Ihr sollt da hinten nicht essen. Wir resten doch nachher. Wieso? Es ist ja nichts Richtiges. So, wo ist meine Spreit? Sind wir alle runtergefallen hier? Hier, gib mal wieder her. Oh, und mach mal Fenster auf. Ist das der Hund oder der Fisch? Fenster zu! Nee, nur mal kurz. Sag mal. Georg, er macht das nicht. Ich krieg Tuch in den Nacken. Fenster zu! Leute, mir platzt gleich der Kopf, dann wummert hier so. Mach das Fenster zu da! Bitte, Steffi, mach du mal Fenster zu. Ich komm noch nicht ran. Langsam nervt das. Wirklich. Sag mal, Hallo. Sorry, nichts passiert. Sag mal. Nichts passiert. Widerlich. Also. Du? Ja? Diese Luftmatratze, die muss hier auch drunter weg. Das ist so am Schaukeln. Ja, meine Haare schubbern auch immer an der Decke davon. Ich möchte das nicht mehr. Ja, wo soll ich sie denn lassen? Er hat doch alles zugestellt mit seinen Kanister.
Dann lass doch die Luft raus. Ja, dann hätte ich sie ja nicht aufpumpen müssen. Die Matratze kommt hier gleich weg, sonst werde ich aber gleich brutal hier. Also, Ruhe dahinter, jetzt, ich starte gleich zu einem Überholvorgang. Ah, kommt das auch nochmal vor? Ruhe. Guck an, was ist das denn für ein Viehwurm? Ach guck, da gucken Schweine raus. Das ist auch ein Niedling, ne? Ruhe. So, Rückspiegel, ready. Blinker setzen, ready. Schulterblick, ready. Und runden drin. Georg. Ready. So, jetzt aber. Jo. Georg, was heute dazu? Ruhe. Festhalten. Oha, jetzt fliegt er zum Motor. Warte. Aha. Jetzt gibt er auch Gas. Georg, bitte. Du willst nur Rennen haben, dann warte. Georg, bitte lass das. Nee. Georg? Georg, du musst mal schalten. Ruhe. Nun lass es doch, es klappt ja gar nicht. Er wird ja noch wieder schneller. Oh. Also. Ja, ich bin ja schon bei 82 und er dürfte ja gar nicht mehr mit seinem Schweineheimer. Nee. Schreib dir mal die Nummer auf, Udo, ich muss lenken. Ja, zu schreiben habe ich nichts, das muss ich mir merken. Was hat er denn? Hm? Also ich meine, was mit E irgendwie. Wann gibt Essen? Franz, wir haben jetzt andere Sorgen. Ja, dann guck noch mal hin, Udo. Ja, Georg. Hallo. Georg, jetzt ist es zu weit. Leute, ihr macht mich fix und fertig. Ja, ist ja gut. Georg, wir sind nicht langsam rechts rüber wieder. Da sind welche am Blinken. Ach so, ja, also. Blinker rechts, ready, Außenspiegel, check, ready und rüber. So. Sag mal, was ist das denn jetzt? Was? Oh. Hier geht ja die Luft aus der Matratze. Was ist denn nun? Du, man gibt Essen. Nee. Warst du bei den Stöpsel bei? Das weiß ich nicht mehr. Georg? Oh, du habt das jetzt. Du weißt das doch. Was? Ist doch egal jetzt. Ich finde es besser so. Bitte? Ist doch so. Georg? Georg? Darf ich eine Kassette anmachen? Udo, deine Brille ist ganz beschlagen. Ja, ich kann's nicht ändern. Du brauchst ja nur putzen. Es kommt ja sofort wieder. Ich bin ein Nachdampfen von der Feuchtigkeit. Ich musste ja kurz durch den Regen, weil meine Mutter fährt mich nicht zurzeit. Wieso das denn? Ja, weil wenn ich in Auto an Nachdampfen bin, dann beschlagen die Scheiben. Und da hat sie gestern fast einen Unfall gebaut. Dann mach doch das Gebläse an. Gebläse schafft es nicht in solche Extremsituationen. Und nun musste ich alle Nase lang mit einem Lederschwämmchen auf ihre Seite rumwienern und dann sieht sie nichts. Ja, dann lass es doch. Ja, dann sieht sie ja noch weniger. Ja, dann nimm doch so ein Anti-Beschlagspray oder was, das gibt's doch alles schon. Ich vertrag sowas nicht, also auf der Haut. Sag mal. Also. Also ich glaube es nicht. Also. Nimm doch einen Regenschirm auf dem Weg zum Auto, dann steigst du gar nicht erst nass ein und bist am Nachdampfen. Georg, wenn man wie ich gestern Abend einen schweren, überfüllten Einkaufswagen auf einen abschüssigen Supermarktparkplatz manövrieren muss, dann kannst du mit einer Hand keine Kurven fahren. Ja, bist du einarmig oder was? Wenn ich einen Schirm halten soll, jawohl ja. Nee, lass mal, Georg, ich kenn das auch. Rocky ist ja auch immer am Nachdampfen, wenn er nass ist. Du meinst, er stinkt. Ich bin ein Nachdampfen. Nasse Hunde, die stinken. Ja, da liegt daran, weil die Fett unter der Haare haben. Und wenn das nass wird, dann ist das ja so wie so eine Frikadellenpfanne, die du unter dem Wasserhahn hältst. Was? Du hältst eine Frikadellenpfanne unter dem Wasserhahn? Bist du bekloppt? Er muss sich vorher rausnehmen, Franz. Ja, warum macht er das denn überhaupt? Ich mach das ja gar nicht. Ich sag nur, das riecht so, weil das denn nachdampft. Weil manche machen das ja. Ja, wer ist das denn? Das ist doch jetzt hier egal. Was? Aber warum hat sie dich denn heute nicht gefahren, Udo? Wäre ja wohl gegangen mit dem Schirm. Ich hatte in einer Hand eine Dose und in der anderen Hand die Zigarette. Aha. Steffi, Zahn. Ja. Wie reicht es heute? Ja, geht gleich los. Was brauchst du noch, Franz? Ich brauche noch Lustspiel mit 8 Buchstaben hinten IE. Ja, Sex Orgie. Oh, meinst du?
stimmt ja wirklich, ne? Was? Die geben einem ja keinen Zahnarzttermin mehr dieses Jahr als Kassenpatient. Hab ja gestern angerufen. Ja, was hast du denn? Ja, ich wollte ja vor der Hochzeit von meiner Schwester nochmal Zahnstein machen. Kriegst du nicht? Doch, Steffi, das ist ja nun ein alter Hut, dass man als Kassenpatient ewig auf Termine wartet und die Privaten sofort rankommen. Oh. Ich soll hier eine Röhre wegen meinem Rücken, sagt mein Orthopäde. Ja, der macht eine gute Reise. Ja, nur wann? Aha. Du kriegst ja keinen Termin. Leute, ich krieg das ganze Jahr über jeden Arzttermin innerhalb von wenigen Tagen. Gib mal die Nummer. Ja, hier, was willst du denn damit? Ja, wenn sie dich am Telefon fragen, Kasse oder privat, dann sagst du privat. Zack und bonjour. Oh, das ist ja ein toller Trick. Dann kommst du an und dann? Ja, dann sagt sie, darf ich mal ihre Karte? Und oha, sie sind ja Kasse. Und dann sag ich, hatte ich ja gesagt am Telefon. Dann sagt sie, hier steht aber privat. Dann sag ich, oha, dann hat das der Kollegin wo falsch aufgeschrieben. Ja, und dann? Geh euch, eine halbe Stunde ist für mich denn ja schon mal geblockt, von dem her. Ist ja schon geblockt. Ja, und dann sag ich zu ihr, der Doktor kann mich doch mal eben aufbocken, wenn ich schon mal hier bin. Ja, oder eine Röhre schieben. Ja, was will er denn sonst machen in der Zeit? Flur durchsaugen? Oh. Ja. Oder was? Also, und dann fragt sie sich ja auch, mach ich jetzt auf bockig? So wolle. Oder nehmen wir das Geld mit von der Kasse? Mensch, Udo. Ruhig mal. Guten Morgen. Mein Name ist Georg Erlers. Ich bräuchte einen Termin bei Ihnen in der Röhre. Ja. Rücken. Ja. Nie Privatpatient. Selbstverständlich. Das ist ja schön. Könnte ich einrichten? Bring ich mit. Ja, bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Sag mal. So, Georg. Du hast ein Rendezvous mit der Röhre. Freitag 17:30 noch Fragen? Also ich glaube es nicht. Doch nicht für. Ah, und was mache ich jetzt mit meinem Zahnstein? Das kannst du von hinten selber mit dem Korkenzieher aus Ritzen kratzen. Mehr macht er doch auch nicht. Naja. Wirklich? Was brauchst du noch, Franz? Ich brauche noch Mischung auf der Baustelle. Vorne B. B? Bacardi Cola. Ach, guck. Was denn? Nee, ich sehe nur gerade in der bunten Veronika Ferres mit ihren Maschi in Kitzbühel. Sie ist ja eine starke Frau. Ah. Sie hat ihr eigenes Geld. Ja. Nee, deswegen. Sie ist eine starke Frau und das spielt sie ja auch. Es gibt ja so viele Filme, wo sie anderen helfen ist. Ja. Heute Abend ist sie bei Pflaume, Starkwiss. Ja. Du, hier auf dem Foto ist sie mit ihren Maschmeier mal ganz alleine. Ja, wie alleine? Ja, ohne die ganze Clique. Wieso, wo ist denn der von den Scorpions mit dieser komischen Mütze? Der ist doch sonst immer dabei. Ach hier, und Schröder ja auch nicht. Ja, vielleicht ist Schröder gerade mit Putin in Sibirien an Löwenjagen oder sowas. Ich meine, da waren Fotos. Wieso ist Putin da auch mit in der Clique bei Schröder und Ferris? Nein, Schröder ist in eine Clique mit Putin und so Gaspromis, meine ich. Was für Gaspromis? Nein, Gas. Ach, diese, ja. Also. So, und dann ist Schröder aber auch noch in eine andere Clique mit Ferris, diesen Maschmeier, den Wolfs und den Scorpions. Ah. Die kennen aber alle Putin nicht so gut. Nicht. Und das ist ja das Verrückte, dass die Schröders und die Wolfs jetzt in eine Clique sind über Maschmeier, ne? Die mochten sich ja früher gar nicht, meine ich. Ja, da war früher eises Geld zwischen den beiden in den Wahlkämpfen, das weiß ich noch. Ja, das meine ich ja, ne? Dass die jetzt zusammen in diese Maschi-Clique sind und dann womöglich bei ihnen auf Malle zusammen am Pool sitzen. Ja, man weiß es nicht. Also, dann sehen die sich da vielleicht das erste Mal in Badehose. Ist ja irgendwie komisch, ne? Ja, ist auch erstmal ungewohnt für beide. Ja, stell ich mir so vor, dann stehen sie da. Also. Ja, und dieser von den Scorpions liegt im Pool auf der Luftmatratze und ist ein Pfeifen. Aber der mit dieser Mütze auf. Ich meine, die nimmt er da auch nicht ab. Ach, jetzt weiß ich auch, wen du meinst. Der hat doch den eisernen Vorhang weggepfiffen, damals. Genau, wie eine Chains. I follow the Moskva, don't do gaki pack. Nee, lass mal, Udo. Was macht er nächste, Franz? Ich brauche noch Nestinhalt mit 6 Buchstaben. Vögel. Ach, richtig, manchmal ist ein Brett vom Kopf, du. Was gibt's Neues? Ja, Fleischerhandwerk fehlt Nachwuchs. Die Jugendlichen wollen doch nur an den Computer rumjuckeln, davon kommt das. Ja, meine Schwester war ja auch eine Zeit in der Schlachterei. Da hast du immer so kalte Hackhände. Das muss man denn auch mögen. Du, ich wollte das ja damals, weil Fleisch ist mein Ding. Ja, schön Fleisch, will ich nicht sagen. Hatte damit nichts zu tun. Ja, du warte, ich war ja Lehrling an der Fleischtheke bei Coop damals noch. Oder? Ja. Donnerwetter. Du, das ganze Paradies in eine 8-Meter-Auslage, kannst du dir vorstellen. Ja, ich höre das schon. Warum bist du nicht da geblieben? Ja, sie haben mich ja nicht in der Glastheke gelassen. Du meinst hinter der Theke? Nein, um den Wurststapel jetzt beim Aufpieken besser abschätzen zu können, bin ich ja immer seitlich ganz dicht an der Wurst ran. In der Theke? Ja, du musst ja so von hinten eintauchen in der Wursttheke, wenn du vorne an der Wurst ran willst. Mhm. Und nun hatte sich durch die Glaswölbung wohl mein Gesicht etwas unglücklich vergrößert und verzerrt oder was. Oha. Ja, und dann haben sich da wohl kleine Kinder erschreckt,
Jeden Tag das Geschrei? Ja. Ja, da durfte ich denn nicht mehr rein. Mhm. Deshalb die Schätzschwäche. Was meinst du damit denn? Ja, Viertel Bierschinken. Musst du denn ja die Scheiben mit so einer Gabel auf die Waage bringen? Und dann war das meistens zu viel. Dann fragst du, da ist ein Pfund mehr sein. Dann wurden sie meistens schon pampi. Da wäre ich wohl auch geworden, also so etwas. Ja, dann musst du Kanten eben zurückstäbeln. Was sagst du, Udo? Kanten eben. Was sagt er? Kanten eben. Mhm. Udo, ich verstehe es nicht. Also, du musst die einzelnen Scheiben wieder so übereinander machen, dass die Kanten eben sind. Ah. Der Band haben Scheiben den Kanten. Ja, den eben Rand eben. Auf jeden Fall kriegte ich das nicht hin. Und bevor das denn überhaupt nicht aussieht, habe ich denn teilweise die überschüssige Ware unauffällig verzehrt. Sie haben ihn rausgeschmissen, weil er den ganzen Umsatz weggefressen hat, du. Georg, letztendlich hat es von beiden Seiten nicht gepasst. Wettmacherie zu Franz. Ich brauche noch Ziel beim Basketball mit 4 Buchstaben. Also, Sieg. Oh, Mama, kommst nicht selbst drauf, du. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Was willst du drauf haben, Franz? Zwiebelmett mit oder ohne? Thüringer Mett, Schinkenmett oder Aalrauch? Was? Was soll das denn alle? Ja, ich hab jetzt mehr Auswahl. Ja, mit bleibt ja mit. Was soll das immer? Die machen einen ja sowieso schon verrückt, auch mit Marmelade. Hab ich ja eh nur Gelee, weil Franz der Früchteknubbel nicht macht. Ja, kannst mal sehen. Wenn man im Supermarkt vor dem Marmeladenregal steht, dann sind ja mittlerweile 20 Meter mit 1000 unterschiedlichen Gläser da. Ja, dann hast du Auswahl. Ja. Damit mach das fertig. Da gibt es 120 verschiedene Aprikosenmarmeladen. Braucht kein Mensch sowas. Ja, und Hagebudde mit Hiffenmark, oder was? Was sagt denn? Ja, aus der Hiffe, oder? Ja, wenn das freie Marktwirtschaft ist, dass man 6 Stunden vor dem Marmeladenregal steht, dann gute Nacht. Früher galt noch die 3-Sorten-Regel. Mit einer Sorte für den einen, eine für den anderen und eine, um mal was anderes zu haben. Wie jetzt 3 Sorten? Ja, es gab immer 3 von 1. Ja. Bei Eis, Schoko, Vanille, Erdbeer. Kriegst du heute kaum noch? Bei Bier, Pilz, Export, Dunkel. Schwarzbrot, Weißbrot, Graubrot. Fertig. Ja, aber... Ja, nix aber. Cola, gelbe Brause, weiße Brause. Dackel, Spitz und Schäferhund. Und das war's. Und nicht diesen ganzen Killerfit. Fleischmann, mehr Clean und Tricks. Danke, Franz. Schön gesehen. Ja. Super, normal und Diesel. Und nicht dieses ganze Durcheinander. Franz. Also, jetzt drehen Sie gleich beide durch. CDU, SPD und FDP. Und im Fernsehen erstes, zweites, drittes. 3 Sorten. Mehr braucht der Mensch nicht. Ja. Volksschule, Mittelschule, Oberschule. Fertig. Rechnen, schreiben, lesen. Und das reicht bis heute. Allein schon, Georg. Gas, Wasser, Strom. Von einer Stadtwerke und fertig. Heute hast du eine Verwirrung, die bringt dich zur Verzweiflung. Ja, nee. Hm, naja, also im Hackbereich hat sich doch ja nichts getan, ne? Also du hast ja Rinderhack, Schweinehack und Mischhack. Ja. Siehste, das zeigt dir, dass es geht. Ne? Rätsel fertig, Franz. Ich brauch noch Fluss zur Seine. Ja, zu wen Seine? Ja, da steht hier nichts von. Was gibt's Neues? Ja, der neue Schweiger kommt ins Kino. Ach, dieses, wo seine kleine Tochter mitspielt? Ja, 8 Jahre alt und am Set wie ein Profi. Ohne Allüren und auf dem Teppich geblieben, sagen sie. Oh, süß. Ja, diese Kinderstare verkraften das doch gar nicht mit diesen Rummel. Ich halte da nichts von. Also, Georg, das gilt höchstens im Bereich Horrorfilm, vielleicht. Ja, wieso Horrorfilm? Ist ja gar nichts für Kinder. Ja, nie deshalb. Aber ich meine ja jetzt, wenn die da selber drin vorkommen. Hier, wie der Lüde aus Friedhof der Kuscheltiere. Ja, habe ich gesehen. Ich meine, das war doch unlogisch, dass da wieder welche lebendig werden. Allein schon. Auf jeden Fall, der Schauspieler ist ja gerade mal 5 Jahre alt. Ah, süß, ja. Ja, warte. Dann geht er aber mit einem Rasiermesser auf seine Mutter los und schneidet ihr damit auf der Treppe in den Hacken. Und da hatte er den anderen ja schon erledigt gehabt. Ja, unverantwortlich sowas. Mhm. Man hat ja Angst vor Kindern nach diesem Film. Wie sagt so ein Regisseur das jetzt diesem kleinen Kind? Ja, pass mal auf, mein Junge. So. Du musst jetzt mal ganz schnell hinter Mutti her, wenn sie die Treppe hochläuft, und ihr von hinten mit dem Rasiermesser ordentlich in den Hacken rumschneiden. Oder. Aber das spielen wir nur. Sinne. Ja, anders kann es ja gar nicht gewesen sein. Mhm, aber das verstehe ich sowieso nicht, dass Kinder denn in Filme mitspielen, die sie selber noch gar nicht sehen dürfen. Ja. Ist auch komisch, ne? Ja, und dann gibt's ja auch noch die Poltergeist, ne? Da spielt ja auch so ein Kind mit. Ach, dieses kleine Mädchen? Mhm. Du, aber die wird ja nur in einen Fernseher reingesaugt. Ach ja, und nur hinterher brennt die ganze Siedlung, ne? Ja, auf jeden Fall ist das denn nur so ein Trick. Die musste ja nur immer vor dem Fernseher sitzen und dann sagt der Regisseur zu ihr, halt mal ganz still und guck nur auf das Rauschen. Mehr muss nicht machen. Du, das haben wir früher mit Timo auch immer gemacht, wenn wir bei ihm Haare schneiden wollten. Guck an. Hat funktioniert. Ah. Ja, dann haben wir es ja wieder. Was macht der Rätsel, Franz? Ich brauche noch Kappen.
Aktienart mit 5 Buchstaben hinten E und R. Kater? Du? Du, Paul! Was gibt's Neues? Ja, bevor ihr es woanders hört, ich hab Hausverbot bei Karstadt. Oh. Aber diesmal gehe ich gegen an. Oh, Udo, was hast du denn mit Karstadt zu kriegen? Du, ich gehe da ganz normal morgens hin und schlüpf erstmal in was Bequemes. Wieso, hast du da einen eigenen Spind oder was? Nein, das nehme ich ja von Haken mit in die Umkleidekabine. Eine Merken-Jogginghose, war richtig edel, paar schöne Hausschuhe und ein schönes Sweatshirt. Ah ja, was mache ich die shoppen? Allein schon, nein. Jetzt in der Schnäppchenzeit, wenn ich den ganzen Tag im Kaufhaus angucken bin, dann hab ich einfach gern was Bequemes an. Was, den ganzen Tag? Ja, ich bin dann rüber in der Multimedia-Abteilung. Da wollte ich noch nach ein Sandwich-Toaster für meine Mutter gucken. Du, denn quatschst du dich fest oder bleibst vom Fernseher hängen? Ja, wenn was läuft, ne? Ja, Ice Age in 3D. Oh. So, schwuppdiwupp ist seit 3:30, Chris Kaffeedurst. Ich im 4. ins Restaurant. Moment mal, du probierst da Ware an und läufst damit mit den baumelnden Preisschildern durch die Gegend. Wieso, das merkt doch jeder. Ja, aber doch nicht stundenlang. Ja, das sagten sie hinterher auch. Aber jetzt frage ich dich, wo steht das denn? Ja, steht nur was von nicht mehr als 3 Teile. Siehst, kann ja wohl in Ruhe Sachen anprobieren. Auf jeden Fall ich ins Restaurant, schön Kaffee. Was gab's für einen Kuchen dabei? Ich hatte Gulaschsuppe. So, und dann ist mir die versehentlich auf die Hose gelaufen. Ja, das ist ja wieder mal. Ja, ich bin nachher wieder runter in meine Abteilung. Ach, jetzt ist das schon deine Abteilung. Ja, du weißt ja, was ich meine. Da stehen sie denn schon mit 2 Verkäuferinnen und die eine kauft mich an, was fällt ihnen ein? Die Ware müssen sie jetzt wohl kaufen. Ich sag, ich möchte lieber noch mal gucken. Ich möchte vor mir nicht. Ja, das ist ja Sachbestätigung. Das musst du doch bezahlen. Mhm. Irrtum, Georg Orlas. Ich habe das auch den Security gesagt. Wenn ich bei der Probefahrt bei einem Neuwagen eine Beule in der Tür mache, dann zahlt das ja wohl auch der Händler. Ach, woher weißt du das denn? Das ist ja nun eine ganz andere Geschichte. Oder? Wo liegen wir denn? Du hättest mal Bescheid gesagt. Ja, du fehlst gerade noch hier. Was macht der Rätsel denn? Ich brauche noch Ausruf beim Stierkampf mit 3 Buchstaben. Aua. Jawohl! Franz, wie geht es dir heute? Ich hab Hunger! Und du, oder? Ja, alles easy. Georg? Ja, so weit, so gut, und du? Nee, wir wollten das ja immer mal so besprechen. Das finde ich auch gut, ne? Hm. Ich persönlich bin heute nicht so gut drauf. Hm. Ich will ganz ehrlich sein, ich komme mit diesem ständigen Wegfressen von Rolf nicht klar. Ach, guck. Nee, wirklich, ich habe gestern Abend noch so ein Glas Bauernleberwurst geholt. Das gönne ich mir dann eben mal. Ja. Dann kam er wieder erst nachts nach Hause und dann höre ich ihn schon am Kühlschrank. Und dann hat er das ganze Glas Leberwurst mit einem Teelöffel weggefressen und mit einem Gummischaber noch der Rest. Kenne ich. Wie? Ja, nee, erzähl mal weiter. Nee, er macht sowas dauernd. Neulich hatte ich 3 von diesen teuren Joghurts gekauft, in Glas, für jeden ein. Wie, ich denke 3? Naja, einen noch für Rocky. So, dann hänge ich nur schnell die Jacke auf, dann hatte er schon 2 weg. Ich sag, bei dem von Rogge gehst jetzt aber nicht noch bei. Ja, das ist, Freundin. Wenn man in eine Beziehung lebt, dann muss man auch Abstriche machen. Meine Mutter ja auch. Alles klar. Nee, es ist ja so. Ne? Jetzt hab ich schon ein Geheimversteck für diese Gummivampire. Die macht er ja auch so gerne. In meine Sockenschublade, damit ich dann auch mal was für mich habe. Ja, sag ich ja. Du, ich hab mich neulich auf der Toilette eingeschlossen und auf schnell ein Maß Mandel gegessen, damit er das gar nicht erst mitkriegt, dass ich welche habe. Ja, kriegst ja auch nicht überall. Ja, deswegen. Ja. Also. Ja, in einer Partnerschaft muss man sich solche Freiräume erkämpfen. Hm. Das ist bei Mario und mir nicht anders. Was? Muss auf dem Klo fressen? Franz. Nein, ich habe mir meine Eisenbahn bei ihr im Wohnzimmer aufgebaut, weil bei mir ist ja momentan nicht ganz so viel Platz. Ah, wegen dem großen Fernseher, ne? Unter anderem. Ja, und dann erwisch ich sie doch, wie sie mit feuchten Lappen über die Gleise geht. Ich sag, geht es noch? Die Kontakte werden feucht. Lass die Finger da weg. Ja, genau in diese Richtung, so meine ich. Ja, so greift sie in meinen privaten Bereich ein. Ja. Also ja. Da bin ich vor. Nee, ist auch richtig. Also man muss immer an einer Beziehung arbeiten. Schönes Schlusswort. Warte mal, Rätsel, Franz. Ich brauche noch kirchliche Tradition mit 6 Buchstaben vorne O. Orgeln. Ach ja, genau. Was gibt's Neues? Ja, Servicewüste Deutschland. Ich hab's gestern wieder erlebt. So, geh mir los, so. Uwe. Ja, ich 7:50 noch zum Supermarkt rüber. Warum machst du das denn so spät? Ja, wieso? Das ist bei mir ein klarer Tagesablauf. Also. Nach dem Wetter vor der Tagesschau läuft ja immer diese Börse in Ersten. Da will ich nicht sehen, diesen Anlagebetrug. Ja, ich leg mein Geld in Dosenbier an. Da kriegst du bis zu 4,9%, wa?
Ja, ist ja gut jetzt. Hans. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich ja noch 7 Minuten Zeit bis Ladenschluss. Ja. Und komm an Schlachtertresen, dann zieht sie schon eine Fresse. Ja, ich meine, die wollen ja auch Feierabend machen. Ja, nix hier. Ich sag 2 Scheiben Bierschinken, 3 Scheiben Hademarscher, 1 Fingerbreit Aalrauch Teewurst, aber nicht den Zipfel, 1 Scheibe Mortadella, aber nicht die Auflied und 200 Gramm Mischak. Ja, schöne Auswahl. Da sagt sie, tut mir leid, Auftritt ist schon abgeräumt und die Maschinen sind schon sauber. Nehmen Sie was aus dem Kühlregal. Ah ja, das ist nun mal so. Wie bitte? In Deutschland herrscht Aufschnittspflicht. Jawohl. Wo sind wir denn? Wo? Das haben sie auch der Polizei gesagt. Wie bitte? Wieso kam denn Polizei? Ja, ich hatte da dann wohl diesen Marktleiter versehentlich angerempelt. Allein schon, er nur wieder. Ja, den hatte sie ja gerufen, weil ich mir 2 Scheiben Bierschinken aus einer Fertigpackung im Kühlregal rausgefummelt hatte. Nee, ne? Was hast du? Ja, das dachte sie ja. Da sind denn 10 Scheiben drin und dann sagte ich an der Kasse, das ist 1/5 von 1,79. Du ahnst es nicht. Ja, und da kam er denn. Dann kam die Funkstreife und dann gab ein Wort das andere. Ja. Ja, ich war erst 22:30 zu Hause, da muss man sich mal vorstellen. Hm. Und das nennt sich Kundenfreundlichkeit. Ja, man wünscht sich freundlichen Kunden. Ja, ja, sehr witzig, ja, genau. Hallo? Halt mal jetzt, ich brauche noch Spitzenkönner mit 9 Buchstaben, vorne K und O. Ah ja, wie heißen die? Koniferen. Ja, passt. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Ach, so schön. Was denn? Du, ich habe ja gestern schon mal mein Hochzeitsalbum für Kate und William angefangen. Ja. Da habe ich schon mal die Einladung aus der Zeitung eingeklebt. Ah, richtig. Wer kommt da noch alles? Ja, habe ich auch eingeklebt. Aus Deutschland, Prinz Andreas zu Hohenlohe und diese sowie Dorothea und Clarissa von Hessen-Kassel. Hessen-Kassel? Ja. Spielen ja gerade mal 4. Liga. Was haben die denn da zu suchen? Wie? Wo feiern die denn überhaupt? Das ist das Jahr. Steht ja nur The Marriage of Royal Highness bis bla bla, 29. April, 11 Uhr, aber nix, wo denn gefeiert wird. Ja, da steht ja normalerweise, anschließend feiern wir in der Gaststätte so und so. Ja, und um Antwort wird gebeten bis Ende März oder so. Telefonnummer ist auch nicht dabei. Ja, es ist unpersönlich. Die kennen ja ihre Gäste sowieso nicht alle, ne? Weil 2000 Leute. Ja, stell dir mal vor, er muss an jedem Tisch einen kurzen trinken. Ja. Also, das hat ja mit Genuss denn auch nichts mehr zu tun. Nicht. Ja, ich meine, falls man denn doch nicht kann, so kurzfristig, sind ja Osterferien. Ja, da tauchten ja auch schon die ersten Karten bei eBay auf, deswegen. Meine ich. Wie bitte? Ja, 2 Personen, 500 Euro Startgebot. Ja, und denn? Dann bist du auf der Gästeliste. Was, du bist denn auf der Gästeliste? Nein, wenn ich jetzt von Hohenlohe seine Tickets übernehme bei eBay, weil er nicht kann oder was, dann sag ich am Eingang, einmal Hohenlohe, Kuckuck. Ah, ja. Da bist du ja gar nicht. Ja, das wissen die doch nicht. Glaubst du, irgendeiner von den Türstehern kennt die Fresse von diesen Hohenlohe? Ja, nee, ja, dann. Ja, und Kate und William sowieso nicht. Oder? Normal kommst du da auch ganz ohne Ticket rein. Mal, jetzt bin ich gespannt. Ja, Gästelisten-Bingo. So bin ich ja schon mal auf ein Flippers-Konzert gekommen. Muss früh da sein. Ach, so lief das damals? Ja, musst nur einen Namen nehmen mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit. Also jetzt bei so einer Adelshochzeit in England, spontan. Lord Crawford oder Earl Grey oder... Aha, und dann steht hier Udo Martens an der Westminster Abbey und sagt... Ja, warte, hallo? Earl Grey, mein Name. Meine Frau sucht noch einen Parkplatz. Wo soll ich sitzen? Ist ja einmalig. Wenn ich die Zeit hätte. Mhm. Wett mal dein Rätsel. Ich brauche noch Dunst über Großstädten mit 4 Buchstaben. Mief. Jawohl. Abenteuer-Rust. Herrlich. Jo, man kommt mal raus. Eine Nacht im Zelt. Hier machst du was mit, du. So, am Haupthahn zu. Wie? Nein, hinter der Waschmaschine ist der. Nach rechts zudrehen. Georg, mit wem redest du da eigentlich? Warte mal, Marion. Was geht dich das denn an? Ich frag ja nur. Immer dieses Gesabbel. Nein, sie sitzt nebenan an Wohnwagen. Sie ist nicht in unserem Zelt. Was? Dann nicht du. Hat sie den Hauptplan jetzt zu? Ja, dann ist gut. Nee, ich will schlafen jetzt. Was? Nee, Udo und Franz sind auch noch unterwegs. Also, lass dir was, ne? Tschüss, tschüss. Ja, ja, ist nett. Danke, ebenfalls, ne? Ja, bis bald denn, ne? Wieso bin ich komisch? Nein, hier ist keiner. Ja, nur aber, ne?
Ja, ist klar, ne? Gute Nacht. Ja, so. Meine Güte, haben wir's denn jetzt? Ja, was geht dich das denn an? Nee, wirklich, Georg, man hört jedes Wort. Das ist hellhörig. Ja, dann geh doch in deinem Wohnwagen. Nee, ich warte noch auf Rolf. Das ist so eine schöne Nacht. Nimm mal, Rocky. Ja. Ja, dann viel Vergnügen. Also, ich mach jetzt Matratzenhorchdienst. Bis morgen denn, ne? Wann ist Frühstück? Ja, so um 9, dachte ich, ne? Wird ja auch spät wegen Rolf. Ja, für mich nicht. Gute Nacht. Ja, du auch. Oh, nix passiert. Udo, Georg schläft schon. Oh, nie. Ah. Pass mal auf das Zelt auf. Georg, es ist nix passiert. Ich bin es. Bist du noch zu retten? Ja, du wartest. Runter von mir hier. Ah, Mann, das sind diese Schnüre. Ich hab das schon mal gesagt. Das sind Stolperfallen. Geh von meinem Bein runter. Ja. Ja. Ja, ich hab es gleich. Ein Moment. Leute, sag mal. Reiß hier das ganze Zelt ein, doch. Alles in Ordnung. Da bin ich. Mach den Reißverschluss zu, da kommen Mücken rein. Ja, nun warte. Aua. Oh. Ja, mir reicht das bald. Pass mal auf, wo du hintrittst. Wird gemacht. Alles klar. Ja, haben wir es denn jetzt mal? Ich liege. Ah, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Du musst das sein jetzt. Was? Nimm mal den Kopfhörer raus. Was ist denn? Du mach die Musik leiser. Ich hab ja einen Kopfhörer auf. Man hört es aber. Das kann ja nicht. Aber bitte. Udo, wo hast du Franz denn gelassen? Ja, er war dann noch mit so einer, ja, Oma zugange. Also. Dann wollte er irgendwas und dann war er weg. Das hatte ich noch mitgekriegt. War er hier nicht? Nee. Also, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann macht ab woanders. Hier wollen Leute schlafen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Sag mal, frisst du da jetzt noch was? Okay, euch. Nur so ein kleiner Schlummersnack. Ja, hier liegen sowieso schon überall die Krümel rum von deiner Erdnusswürmer. Hier kommen Ameisen rein. Wie kommt das eigentlich? Wenn du die Heringe so durch den Zeltboden haust, dann wundert mich gar nichts mehr. Georg, ich sage es noch einmal. Ich habe die Schlaufen erst hinterher entdeckt. Ah, toll. Sag mal, habt ihr das auch gehört? Was war das denn? Ah, da sind wohl welche am Feiern. Ruhe jetzt. Lass das fressen. Ich habe vorhin erst in meinem Schlafsack Bipi-Folie gefunden. Da kommt ja wohl nur einer in Frage. Ach so, nee, Dennis hat ihn versehen. Und morgen ist deine Schmutzwäsche hier weg, sonst schmeiß ich die im Müll. Wie bitte? Ja, dann tu sie ins Auto oder was? Ja, dann liegt sie darum, also. Ja, vorher in der Plastiktüte. Allein schon. Meine Güte. Georg, ich schlafe schon. Ah, also. Kiss me, my darling. Yo, yo, sweet darling, my sweet. Leute, jetzt ist schon mal, du, ich hau ab, du, Bruder! Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Im Restaurant hat's gebrannt! Oh, Franz, mein Tüde. Ja, wo kommst du denn jetzt wieder her? Es geht dich doch gar nichts an, ich sitz hier die ganze Zeit, dir ist ja aber nichts passiert. Ne, Franz? Du, das gab auf einmal eine riesen Stichflamme. Ah. Wie ist das denn nun wieder passiert? Also. Ja, ich saß da nur mit so ein paar älteren Damen und die kriegten dann so ein flambiertes Eis. Nee, und dann stellt der Kellner dann an den Tisch ab und macht noch so eine Extra-Show. Ah ja, das ist ja auch einmalig. Wie ein Traumschiff. Ja, gar nicht. Alles ist an Klatschen und ich sag, aber das hat ja gar keine Brennhöhe. Also. Und dann habe ich da nur mal so ganz kurz zur Unterstützung. Ja. Franz! Ruhe. Hört ihr das auch? Ja, ich hab ja nur... Franz, ich will es gar nicht hören. Eines Tages kommst du noch in Knast, du. Na, wieso? Da sind ja sogar welche durch eine geschlossene Fensterscheibe gesprungen. Oha. Da war ich ja gar nicht bei. Naja, tatütata. Ja. Ja. Ruhe jetzt!
gibt's Neues? Ja, 100 Jahre Hollywood hört man jetzt überall. Und dann heißt es, dem Filmbossen gehen die Ideen aus. Hm. Ja, sie filmen jetzt, meine ich, Alice noch mal in 3D, damit man das dann auch noch mal in 3D hat. Ja. Ja, und dann gehen in Hollywood die Lichter aus. Warte mal. Naja, ich habe ja schon mal eine Idee an Dieter Wedel gemailt. Der hat ja nichts mit Hollywood zu tun. Ja, aber vielleicht hat er Kontakte. Pass auf. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. So. The Queen Mary 2, bekannt, also Riesenkahn, ist auf dem Weg von London nach New York. Ja, da kommt mir aber bekannt vor, du. Ja, warte, und dann kommt irgendwo in Japan Godzilla aus dem Büschel, also er steigt ins Meer, und dann will er hinter das Schiff her. Ja. Kapitän Bruce Willis sieht ihn schon auf Radar und denkt, ach du Scheiße, nix wie weg, ja, weil sie machen gerade Badepause. Moment, aber keiner glaubt ihm zunächst, das ist oft so. Ja, schön gesehen, Georg. Nun kommt er aber immer näher. Und dann springt die Queen Mary nicht an. Ganz genau. Und er auf der Brücke an Orgeln, spring an, komm Baby, spring an und Godzilla kommt noch näher. Ja, was ist das denn? Ja, Franz, das ist ein Riesenmonster, dem geht der Atlantik nur bis zum Bauch. Ach so. Auf jeden Fall in letzter Sekunde springt der Dampfer an und er Vollgas. Mhm. Dann haut Godzilla aber noch mit der Tatze ans Heck und haut ein Loch rein und dann rutschen wir hier ins Wasser. Oh. Also das nur immer sein muss, dass da welche umkommen. Ja, wert, das ist Action. Also das braucht man gar nicht, schon bei Titanic nicht. War so ein schöner Film bis dahin. Auf jeden Fall ist denn nun gerade die Air Force One mit Obama da auch in der Gegend und er entscheidet, wir retten das Schiff und fliegen Godzilla gegen Kopf. Ja. Mhm. Hat er sich geopfert? Ja, das ist er, ja. Denn fällt Godzilla um, ja. Stichwort Tsunami, ganze Welt unter Wasser. Und dann wird aber Bruce Willis noch mit eine, in die er sich vorher noch schnell an Bord verliebt hätte, von dem Tsunami an den Strand gespült als letzte Menschen. Ja, was soll das denn nun? Ja, du wolltest doch Romantik. Ja, ach so, ja. Ja, dann liegen sie da am Strand, vorne selbstgebaute Hütte, gucken in Sonnenuntergang und dann kommt auf einmal der Hund angeschwommen. Was für ein Hund? Ja, den hätte sie wohl verloren und der zieht einen hinter sich her, ja, der auch noch überlebt hatte. Und das ist Obama. Oder? Ja, und dann gründen sie eine neue Menschheit. Wie bitte zu dritt? Also, ja, nie. Also, er ist ja nur der Präsident. Oder? Ich hab Gänsehaut. Ich werd verrückt. Ja, siehste. Hilfe. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauche noch Monumentalbau in Ägypten mit 8 Buchstaben vorne P. Ja, was weiß ich? Parkhaus? Oder? Du, das kommt hin. Was gibt's Neues? Du, so richtig warm ist das bei dir aber auch nicht, Steffi, du. Wie bitte? Allein schon. Hier sind 24 Grad, wie sich das gehört. Ich habe ja sogar einen Lüfter an. Ja, dann leide ich wohl noch an meinen Behaglichkeitsverlust heute Morgen. Behaglichkeitsverlust? Ja, ich habe heute Morgen schon gegen die Kälte angeduscht und dann wurde nach einer halben Stunde auf einmal das Wasser lauwarm. Oh, Udo, hör auf, das kenne ich. Ne, da kriegst du einen Kälteschock. Den wirst du den ganzen Tag nicht los. Ah, gibt nichts Schlimmeres. Ja, ich habe mich ja noch 10 Minuten überall abgeföhnt, aber diese Behaglichkeit, die kriegst du nicht in die Klamotten gerettet. Da ist was mit. Ja, das ist die gefühlte Kälte. Das ist anders als die Wirklichkeit. Ach, dieses, ja. Ja, wenn du jetzt bei -2 Grad nur in der Badehose barfuß in einen U-Bahn-Tunnel stehst, dann ist dir kälter, als wenn du bei genau derselben Temperatur auf der Zugspitze in der Sonne liegst. Ach, komisch, ne? Ja, das ist diese gefühlte. Ja, Georg, ich weiß genau, was du meinst. Bevor ich jetzt im Winter in die Badewanne gehe, stelle ich mich in der Unterhose auf den Balkon. Ja, das ist ja wohl auch wieder ein Einzelschicksal. Also. Nee, wirklich. Also hinterher ist das ein so schönes Gefühl, weil den kühl ich runter und wenn ich dann in die Wanne steige, dann ist das so heiß wie Würstchenwasser. Guck an. Aber, und jetzt kommt's, gefühlt für meine Beine nur, aber nicht fürs Würstchen. Was für ein Würstchen? Also, sag mal. Ich habe testhalber mal ein Würstchen ins Badewasser gelegt. Oh, es erreicht aber keine Verzehrtemperatur. Das ist alles nur psychisch. Ja, ich glaube, das ist eine exakte Diagnose, Udo. Also, ich glaube, ich spinne, du. Ja, du stehst doch in der Badehose in der U-Bahn. Also. So ein Stück Vorhang, das brennt länger als ein Stück Zeitung. Was hat das denn damit zu tun? Ja, auch wenn er die gleiche Größe hat. Das ist diese Gefühlte, was er meint. Franz, wir reden hier über was ganz anderes. Ja, aber das Feuer ist erstmal genauso groß. Das mag ja sein. Was? Was macht der Rätsel? Ich brauche noch reizferne Reiseziele. Vorne mit E und hinten Otik. Was kann das denn jetzt sein? Erotik. Ja. Das passt. Udo Stark. Kannst mal sehen. Du, mir ist gar nicht gut. Ich hätte wohl zu viel Mürbeteig. Ach, ist Mutti im Becken? Nein, ich hatte 2 von diesen Fertigpackungen aus dem Kühlregal weggenascht. Die eine nach dem Supermarkt. Wie, den Teig einfach so?
Du tickst doch nicht richtig. Ja, du, das schmeckt noch besser als Marzipan und kostet ja gerade mal die Hälfte. Und jetzt brauche ich erstmal ein schönes Mettbrötchen. Mach mal ordentlich Zwiebeln drauf. Also, Udo, ich denke ja schlecht. Ja, nur zuckerschlecht. Ich muss jetzt mal gegensteuern. Was ist das denn für eine Theorie? Ja, die kann ja jetzt in Advent zuckerschlecht und deftig schlecht sein. Was ist das denn nun wieder? Ja, mir angenommen Weihnachtsmarkt, 5-6 Krakauer und dann noch so eine kleine Schillerloggengeschichte. Dann wird mir langsam aber deftig schlecht. Ah, jetzt bin ich bei dir. So, und dann kann ich ja trotzdem noch auf der süßen Schiene weiterarbeiten mit gebrannten Mandeln oder Nougat-Crepe. Ach, deshalb will mein Roggi nach Schmierkäse denn immer noch Nutella und Mancherie, ne? Ja, nun geht das nicht immer nur um süß oder deftig beim Schlechtwerden, sondern auch um die Brechreizdichte. Allein schon, was soll das denn sein? Ja, das ist Physik. Mhm. Der Brechreiz ist quasi die physikalische Dichte und ergibt sich aus Zucker mal Fett durch Portion in Kubik. Mal angenommen, du frisst 1 Kubikmeter Grünkohl. Dann ist dir ja nicht so schlecht wie von 1 Kubikmeter nur die reine Kohlwurst. In dem deftigen Bereich jetzt. Das ist auch komisch. Ja, das kommt von dieser Dichte her. Ja, ja, aber ich meine, im Gesamten ist dir auf 1 Kubik reine Schillerlogge mehr deftig schlecht, als dir von 1 Kubik Nougat Zucker schlecht ist. Mag sein, müsste man mal ausrechnen. Obwohl, nimm mal Bauernsülze, da schaffst du in so dünne Scheiben mehr, als wenn du an den ganzen Quader zu beißen gießt. Du, Udo! Bei gleicher Menge und Dichte jetzt. Also. Ja, aber das ist jetzt eine reine Kopfsache. Mach's doch. Steffi! Franz, was ist denn? Ich komme hier morgens nicht mehr hin, wenn das so weitergeht hier. Franz, wir sind ja jetzt auch durch. Was brauchst du noch? Ich brauche noch Gruß auf Hawaii, vorne mit A. Aloha Vera. Was wär die denn? Was gibt's Neues? Du, weißt du was? Ich wollte gestern spontan eine Corn-Lift-Bowle ansetzen. Ja. Aber du kriegst ja Lift klassisch nur noch als Fanta-Unterart. Und die kriegst du ja auch nicht an jede Tanke. Ja, das ist ja hochinteressant. Darf man mal fragen, was das ist? Ja, das ist 3:1 Lift Corn. Das ist der Wodka-Lemon des kleinen Mannes, sagten wir früher. Ah. Ih, aber Lift ist doch Apfelschorle. Nein, hör doch, früher, als Lift noch trübe Zitronenbrause war, da gab es ja Apfelschorle noch gar nicht als Apfelschorle, da war Apfelschorle ja noch fast Brause. Wie fast Brause? Nein, fast Brause. Ja, wieso nur fast? Fast. Okay, aus. Das war auf jeden Fall vor der Reform. Ja, welche Reform? Ja, die Sortenreform. Lift war denn nicht mehr Lift, dann wurden die Fanta-Flaschen grün und nicht mehr braun geriffelt und Sprite an Flaschenhals nicht mehr genubbelt und... Also wenn ich das so höre, da kümmert sich keine EU drum und nix, ne? Da wird alles am Bürger vorbeigemacht. Ja, sag ich ja. Früher war das klar geregelt zwischen beide Lager. Welche Lager? Ja, Cola und Pepsi. Man wusste immer, Mirinda ist die Fanta von Pepsi, ja. Seven Up ist die Sprite von Pepsi. Ja, das ist ja eine eigenständige Marke. Ja, jetzt aber bei Pepsi, weil die wollten eine Sprite haben. Ja, denn Schwipschwap, das Spezi, was von Cola Mezzo ist, ist das... Oder? Bei Pepsi. Und mit Cappy ist es ja auch so. Wieso? Udo, Dinarco! Ja. Franz, sei mal ruhig. Cappy war der User von Cola, was bei Pepsi Perry war. Was es aber nie gab, war Lift als Apfelschorle bei Pepsi. Udo. Auch nicht als Fanta Unterart, was früher trübe Lift war. Wie? Bei Cola jetzt. Von Dinarco gibt's kein Sprite? Ja, nie. Also, in der Richtung war da was, meine ich. Müsste ich... So, jetzt bin ich raus. Also Udo, ehrlich. Wo war ich? Udo, du warst verdammt nah dran. Was macht da Rissel, Franz? Ich brauche noch Kopfpartie über den Augen mit 5 Buchstaben. Vorletztes ist ein R. Harry? Jawohl! Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, warte mal, ich bin am Telefonieren. Mich und Zucker nimmt ihr selber, ne? Was war? Ja, was war denn? Du hast ja gar nichts gesagt. Nein, der Anruf wird nur gezählt. Ich stelle exklusiv das neue Flippers-Album zusammen. Allein schon? Wie geht das denn? Ja, von der Hör zu aus. Die machen jetzt ein Album Best of Flippers, das Beste aus 42 Jahre Flippers. Und dann kann man anrufen und für Lieder stimmen, die darauf sollen. Ja, und für was hast du eben angerufen? Ja, gerade eben für Shalala I Love You und den rufe ich immer noch 2-mal an für Eva. Damit das dann auch auf alle Fälle mit drauf ist. Moment mal, du hast dir doch vor 2 Jahren erst 40 Jahre Flippers gekauft. Ja, aber seitdem sind ja 2 Jahre vergangen. So, und Weine nicht kleine Eva ist nur drauf auf 40 Jahre Flippers, das Beste. Und aber nicht auf 40 Jahre Flippers Hit an Hit. Sag mal, Hit an Hit, war das nicht 30 Jahre Flippers? Nein, 30 Jahre Flippers, das war 30 Jahre Flippers, das Beste aus 30 Jahren. Ah. Und bei 35 Jahre gab es denn... Flippers, 35 Jahre, ein Leben für die Zärtlichkeit. Moment, meine Mutter hatte Flippers 35
35 Jahre Herzflimmern. Ja, das war ein Jahr vorher. Na, dann wären sie ja erst 34 Jahre. Ja, was weiß denn ich? Also, es macht's ja auch nicht schlechter. Ist auf jeden Fall auch Shalala I Love You drauf und Eva. Sag mal, da ist doch alles doppelt und dreifach. Nee, alle habe ich ja nur auch nicht. Ich habe die Flippers, nur das Beste. Ja. Dann das Beste von den Flippers, die großen Erfolge der Flippers, ja. Dann die größten Erfolge der Flippers, mhm. Die schönsten Erfolge der Flippers und große Erfolge. Ja, sagten Sie ja schon. Nein, es gibt ja einmal die großen Erfolge und einmal nur große Erfolge. Ah, denn? Ja, meine Mutter hat auch noch Flippers, die Goldstücke. Ja, nee, gibt's auch. Hab ich aber nicht. Nicht? Nee, ich hab ja Flippers, die Meisterstücke 1 und 2, dennoch Flippers Gold. Was sagt ihr? Franz, da sind die schönsten Lieder von den Flippers drauf. Ja, da auch. Aber die sind ja eigentlich drauf auf Flippers unsere schönsten Lieder. So, und Goldstücke, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht, weil es gab ja schon Flippers Gold, das Best-of. Ja, aber dem fehlt ja wohl was in der Sammlung. Nee, Georg, auch wenn es die Flippers sind, ne? Ich lass mich ja nicht verarschen. Nee, finde ich auch gut, dass du da hart bleibst, also... Nee, wirklich. Was macht noch diese Franz? Also, ihr braucht da noch Bestandteil des Auges mit 5 Buchstaben, 2. und 3. I-N hinten E. Ringe. Ah, danke. Was gibt's Neues? Du, ich war gestern mit meiner Mutter bei Ikea. Sie wollte Blumentöpfe und ich wollte eigentlich nur ein Happen essen. Ach, diese Kotböller? Ja, genau. Was? Auf jeden Fall haben sie jetzt hier unten diese Kasse zum selber scannen. Wie selber? Ja, du musst da selber rüberrubbeln über diese Strichdinger. Ach, dann sparen die schön die Kassiererin ein. Nein, da standen denn ja noch 2 neben mir von Ikea und haben mir gezeigt, wie das geht und also, dass man doch nicht bescheißt. Also mein Mann. Du, als ich rauskam, kam Security Udo. Und hatte nochmal alles überprüft mit Kassenbon. Aha. Nee, alles bestens. Und als Dankeschön, dass wir nichts geklaut haben, kriegten wir 2 Getränkegutscheine. Das ist ja wohl das Mindeste. Sag mal, das reicht ja ein in Deutschland. Was soll man denn noch alles selber machen jetzt? Ja, die Getränke zapfen denn ja auch. Ja, das sowieso. Aber überhaupt? Ja, weil mein Friseur ist jetzt mit selber Föhn und selber Spray rein. Aha, und irgendwann setzen sie dich da an den Spiegel und du kannst selber schneiden. Warte mal, also, Pfandautomat ist ja auch sowas. Früher hast du nur eine Tüte abgegeben und fertig. Du, und Umsatzsteuer fürs Bistro muss ich jetzt an Computer machen. Also ohne Timo wäre ich schon in Knast, sagt Timo. Strom. Hm. Was? Ja, Strom muss auch selber ablegen. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht, weil man hat dann ja, also man... Alles klar, Udo. Nein. Also, ich mach das gar nicht mehr. Wenn die mein Geld wollen, dann sollen sie das selber ablesen. Ja, für einen Getränkegutschein nehme ich dir das ab. Du, ich hab so einen kleinen Dieselgenerator unter die Spüle stehen. Ich bin also vollkommen unabhängig von Strom. Wie bitte? Ja, musst du nur ab und zu durchlüften. So schlecht riecht das auch gar nicht. Und dieser Lärm. Was sagst du? Leute. Ja, wo leben wir eigentlich? Ja. Wenn die einer hinten reinfährt, dann sagen sie dir bei der Polizei an Telefon, könnt ihr das nicht selber klären? Wir kommen hier gerade nicht weg. Ja, aber dann kriegst du von der Polizei womöglich einen Getränkegutschein. Ah ja, danke schön. Ja, oder beim TÜV. Dann rufst du an. Leute, ich war mit der Taschenlampe drunter. Alles Chico soweit. Schick mir mal eine Plakette und einen Getränkegutschein. Also das wäre mal wirklich ein Fortschritt. Ja, Ehrlichkeit muss sich wieder lohnen in Deutschland. Jawohl! Sagt wer? Also. Ja, was macht denn Rietzel, Franz? Ich brauche noch Gegenteil von Netto. Ja, Penny. Was? Du, ich bin heute an Babysitten, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ach guck, wo geht's hin? Ja, Timo und seine Freundin müssen heute zu einer World of Warcraft LAN-Party, ne? Und das dauert wohl die ganze Nacht und dann pass ich mal wieder auf den Lütten auf. Ach guck an, wie alt ist der denn jetzt schon? Ja, 15 Monate, die Zeit vergeht. Ach, und haben die keinen anderen Babysitter? Ja, den haben sie gefeuert, weil er hat den Lütten völlig aus dem Rhythmus gebracht. Wie jetzt? Ja, ist bei ihm abends immer so, erst in der Wanne und dann darf er bei seinen Fläschchen noch 2 Folgen SpongeBob gucken und dann darf er im Bett noch eine Beefy. Ah ja, und nun? Ja, dann hat der Babysitter ihm wohl irgendwie was vorgelesen und dann ist das arme Kind so früh eingeschlafen, dass er morgens um 8 schon wieder Krawall machte, ne? Das ist ja nicht Sinn der Sache. Aha. Naja, jetzt ist eben mal Tante Teffi dran. Oh, süß. Ja, so nennt er mich schon, also meine ich. Ja. Tante Teffi. Ja, und was zahlen die so? Also, Georg, das ist ja innerhalb der Familie, ne? Und ich erfahre dann ja auch mal was Neues. Wieso? Ich denke, die sind nicht da. Ja, aber dann guckt man mal hier und da, ne? Aha. Nee, also, Madame hat ja nie Geld, aber immer einen neuen Nagellack im Bettschrank, ne? Und diesen Hair Conditioner von QVC habe ich ihr zu Weihnachten geschenkt, hat sie noch nicht einmal angerührt. Also? Nee, und unterm Bett im Schlafzimmer lag letztes Mal noch so eine Staubschicht. Also, ich glaube es nicht. Siehst du, du glaubst es nicht. Und ein Hähnchenknochen. Ja, das passiert mal. So, dann wollen wir mal sehen, ob der heute noch da ist. Weil sie macht ja wohl gar nichts, wenn man da nicht hinterher ist. Hat meine Schwester auch schon gesagt. Was die da schon entdeckt hat, also... Die haben ja 3 Handyverträge. Ich meine, geht's noch? Ja. Du,
Ich musste letzte Woche im Haus nebenan auf einen Jungen aufpassen. Da sagt er mir doch allen Ernstes, du Opa, man darf aber gar keine Sachen in die Kerze halten. Also Franz. Ja, du musst dir mal vorstellen, der ist jetzt 4 Jahre alt und hat schon so eine große Fresse, du. Da ging nicht mehr hin. Dann mach du mal lieber dein Rätsel. Wirklich. Ja. Ich brauche noch Bürger einer Monarchie mit 8 Buchstaben, hinten N. Königin? Jawohl! Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, warte mal. Georg, die kleinen Mäuse, ob du es mir glaubst, sie haben mir den Glückwunsch geraubt. Was für Mäuse? Sei mal ruhig. Sei nicht traurig und nicht sauer. Im nächsten Jahr, da bin ich schlauer. Und lass mich mit den Mäusen nicht ein. So wird mein Glückwunsch pünktlich sein. Ja, Dito. Ja, und nu? Alles Gute nachträglich von uns allen, ne? Dann gehen wir mal schön zusammen essen. Aber wollt ihr mich verarschen? Hatten wir doch schon letztes Jahr nicht Theater. Ja, sorry, Georg, du bist so ein Typ, da kann man sich nicht den Geburtstag merken. Er sagt ja auch nie was. Du sagst ja auch nie was. Ja, was soll ich denn sagen? Also. Es gibt so Klassiker, da denkst du nie dran. Na, danke. Zahnarzttermine oder wann gelber Sack ist. Ja, ich vergesse immer Cobra 11 aufzunehmen, weil ich donnerstags in die Sauna gehe. Jedes Mal, letztes Mal auch schon. Ja, ich kann mir nie merken, wann der Macke von Hildegard nicht zu Hause ist. Also. Ein Nachmittag hat er Skat, ein Nachmittag hat er Gymnastik. Ah ja. Und dann gab's schon Theater, du irgendwie. Glaubt es nicht. Ja, dann schreibt es euch doch auf. Georg. Ist doch so. Ich schreibe die wichtigsten Dinge ja schon immer rechtzeitig auf in einen kleinen Kalender. Ja. Aber nun stand da ja am Freitag schon drin, Achtung, Eiersalat. Was? Ja, am Freitag ist der Eiersalat abgelaufen und dann war kein Platz mehr für deinen Namen. Ach so, dann habe ich Verständnis. Das trage ich bei allen Sachen aus dem Kühlschrank in den Kalender ein, dann kommt nichts weg. Hier, Delikatesse-Eiersalat mit Bacon. Ja, genau, der ist lecker, ne? Ja, du, der hält an und für sich ewig. Ja, und das ist natürlich wichtiger. Dann wünsche ich noch einen guten Tag. Also, ich habe noch zu tun. Also. Vielleicht sieht man dich ja mal wieder. Also, Georg. Du, er ist ja richtig. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ja, nee. Du, was ich noch sagen wollte. Er darf beim Aufmachen nur nicht zischen. Sonst geht es noch. Was? Der Eiersalat. Oder? Also... Was macht ein Rätsel? Ja, und nun, Georg? Der ist morgen wieder da. Dann bräuchte ich noch Fettarm mit 5 Buchstaben. Denn? Ja. Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Udo. Ja, was ist nun denn los? Also. Und Opa Gerke. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Du, er ist nicht das. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Du, ich hab Georg gestern Nachmittag dennoch an der Tanke gesehen. Ja. Meinst du, der grüßt mich mal? Also, dass er nur so empfindlich ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Na, mir liegt das so in den Magen. Ich kann sowas nicht aushalten. Ja, ihr habt ihn ja gestern verjagt und gesagt, er ist wie Eiersalat und gelber Sack. Also. Das tut man ja auch nicht. Ja, du hast ja recht, Franz. Weißt du was? Ich rufe ihn mal an und dann können wir da ja alle mal was Schönes sagen. Ja, schalt mal laut. Freizeichen. Guten Tag, Sie haben die Mailbox von Georg Ahlers, wohnhaft Eibenweg 17. Oh, Nine. Berufsnummer 0174-644-44-36-4. Ich wiederhole. Also. Georg Ahlers, Eibenweg 17, Berufsnummer 0174-644-44-36-4 erreicht. Hallo Georg, also... Ich bin momentan nicht an meinem Mobil. Ich war ja gar kein Pito. Weil ich entweder unterwegs bin, ja. Oder Sie zu einer unpassenden Zeit anrufen. Sie haben aber die Möglichkeit, eine Sprachnachricht auf die bereits erwähnte, eigens hierfür freigeschaltete Mailbox zu sprechen. Sag mal. Ich werde mich dann, wenn ich das abgehört habe, gegebenenfalls bei Ihnen zurückmelden. Allein so. Wenn das wichtig ist. So. Hallo Georg, wir Hello. Sind alle ganz... You reached the mailbox from Ahlers. Du ahnst es nicht. Living in Ivanweg 17. Was ist das denn? Du wartest ja nie auf dem Pinzel. Du, was sagt er? 746-4444. Ja, wenn du mich fragst. 364. Er ist nicht ganz sicher. I got not on my handy because this is no good time. Also. Or I am on the way in the moment. What? You can speak a message on my mailbox. Hallo.
And maybe I call you back when this is important after I hear this. Sag mal, geht's noch? Du, er hat ein Rad ab. Psst, es läuft jetzt. Hallo Georg, hier ist Steffi. Also deine Ansage ist unmöglich, wenn ich das mal sagen darf. Du Spinner! Aber eigentlich rufen wir an, weil... Vielen Dank für Ihren das Anruf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ruf noch mal. Ah, ja, aber erst Rätsel. Ich brauche noch Lichtquelle mit 5 Buchstaben. Strom. Ah, ist das Schweine kalt wieder, wa? Allein schon da. Und wo du das gerade sagst, Steffi, frieren Schweine eigentlich mehr wie andere Tiere? Oder wieso sagt man das? Wie? Ja, was denkst du denn? Guck dir doch mal so ein Hausschwein an. Oh. Ja, was? Ja, früher waren das noch Wildschweine, schön mit dem Pelz an und jetzt stehen sie ja praktisch nackt im Stall. Wieso nackt? Ja, mit dem paar Borsten. Stell dir mal vor, du stehst jetzt bei diesem Wetter nackt auf dem Balkon. Ja, ich hab denn ja Schleppen an. Udo. Was? Nee, danach geh ich denn ja gleich in die Wanne. Ja, das können ja die Schweine nicht. Ja, deswegen schweinekalt, ja. Ja, das sag ich ja. Es gibt ja kein anderes Tier, was so nackt rumlaufen muss wie das Hausschwein. Ja, Moment. Im Grunde ist ein Schwein ja nicht anders als ein Walross. Wie bitte? Jetzt vom Hauttyp. Mit dem Speckpolster drunter, der friert ja nun mal nix. Ja, vielleicht von der Füllung her, aber Walrösse haben ja nur keine Borsten. Die sind mehr so velurartig. So eine Art Alcantara. Meine ich. Aha. Ja, vom Bezug jetzt, ne? Das ist atmungsaktiv und strapazierfähig. Ja. Pflegeleicht. Du, ich hab's auf dem Sofa, es fühlt sich ganz behaglich an. Und das haben die Schweine ja nicht. Das sag ich ja. Ja, nee, von dem her, schweinekalt, siehste? Ich sag sowieso lieber arschkalt, das genauer. Franz. Ja, das kommt vom Frühjahr. Wie kommst du da denn auf? Ja, setz dich jetzt mal den Schuppen auf den Donnerbalken, da kriechen die aber die Eisheiligen an den blanken Helmhut. Also. Ja, ich mein, auf den Hintern hat man ja letzten Endes nur so eine Gänsehaut und keinen Velourbezug, ne? Ja, mach es mal. Ja. Davon kommt dies, arschkalt. Ja, du, wir haben jetzt eine beheizbare Klobrille. Das gönne ich mir denn mal. Man blättert denn ja doch mal gemütlich in Baumarktprospekt und so weiter. Ah, ja. Aha. Erst war meine Mutter sauer, aber jetzt legt sie da auch mal Socken zum Trocknen drüber. Ja. Ja. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Ja, wegen Schweine. Ah, genau. Oh. Es ist ja schweinekalt, ne? Brauchst noch was, Franz? Ich brauche noch Start in den USA mit 7 Buchstaben. Erster und letzter ist ein A. Amerika. Ach ja. Oh, das war ja ein Wochenende, aber ich habe alle Geschenke. Du, meine arme Mutter, musste ganz allein den Baum hochschleppen, weil ich hatte Verdacht auf Bronchien und dann soll man ja nicht. Ja, ich hatte wieder meinen Horror mit der Deutschen Bahn, du. Oh, Herr After. Und dann findest du ja keinen, der dir mal eine Auskunft geben kann, wie das da weitergeht und also das Geld hole ich mir wieder. Aber man hört so viel jetzt, wegen des Schneewalds und der ganzen Verspätung, ne? Nein, wie das in den Hörspiel da weitergeht. Oh. In ICE ist doch so ein Bordprogramm für den Kopfhörer. Wer hört sich denn so dann? Na, du spannende Geschichten mit Vorleser. Ja, sag ich ja. So. Also. An der spannendsten Stelle sabbelt der Schaffner einen da auf dem Kopfhörer. Liebe Fahrgäste, mit Weiterfahrt nach Frankfurt oder was? Ja. Ausfall einer Weichenheizung, Höhe Gießen, bleiben Sie bitte sitzen bis Nürnberg. Oder so ähnlich, aber allein wegen das schon. Und dann renne ich durch den ganzen Zug und such den Schaffner. Wieso das denn? Ja, dass er das zurückspult, dass die Stelle wiederkommt von dem Hörspiel. Das ist ja unter sein Gesabbel weitergelaufen. Ja, das ist natürlich... Und das ist vorenthalten einer öffentlich beworbenen Serviceleistung, Freunde. Ja, und denn? Ja, nix und denn. Ich zu dieser Kaffeetante ins Bordbistro. Könnt ihr hier das Bordprogramm zurückspulen? Oder macht das der Lokführer oder was? Wieso, ich denke, der Schaffner. Ja, hast du schon mal in einem fahrenden Zug einen Schaffner angetroffen, wenn du ihn brauchst? Du, kennst du diese Zugtoiletten, wo ein Zettel dranhängt, leider defekt? Ja, wieso? Da hocken sie hinter und verstecken sich. Der Schaffner? Sag mal. Glaub es oder glaub es nicht? Ja, woher willst du das denn nun wissen? Ja, ich hab immer einen Vierkant am Schlüsselbund. Also... Wenn mal was ist. Oder... Na? Du, Georg, wo warst du denn überhaupt? Ja, Probefahrt zu meinem Bruder nach Herford, wie man so durchkommt, damit er dann Weihnachten keine Überraschungen gibt. Also manchmal. Aber danke, Udo, nun weiß ich ja, wo ich die Brüder finde nächstes Mal. Siehste? Bist du fertig, Franz? Ich brauche noch Gebieter mit 4 Buchstaben. Chef. Jawohl. Was gibt's Neues? Und den ganzen Tag sammeln sie in der Radio über dieses Lied Last Christmas, du. I give you my heart. Mhm. Dieses Lied ist mitschuld am Untergang der deutschen Weihnachtskultur. Wie bitte? Das spielen sie Heiligabend sogar in Midnight. Und genau das meine ich. Also. Da sitzen die Familien nicht mehr zusammen bei Kartoffelsalat und Würstchen.
Die Jugend heute, die schnappt sich nur den Briefumschlag und nach der Bescherung ab in die Disco. Wieso, in dem Video von diesem Lied feiern die ja auch alle zusammen Weihnachten und essen was Schönes. Ja, sitzt da eine Oma bei? Georg. Eine Juppie-Party ist das. Georg, jetzt lass mal, dieses Lied ist für mich, also... Ich hab genau das Gleiche erlebt. Genau in dem Jahr, wo das rauskam. Wieso, da warst du mit Leuten auf der Skihütte? Nein, das ist ja unromantisch. Da stinkt's ja nur nach alten Socken. Nee, wir haben Weihnachten bei Charlie Dose im Keller gefeiert. Mit der Nordblitz-Truppe. Nordblitz? Georg, Opel Ascona, B-Club damals. Ach, da warst du noch mit Porgy zusammen, ne? Eigentlich, so nun holte der gerade eine Palette Hansa aus dem Kofferraum und kam nicht wieder. Und dann stand Kolle da. Zack, boom, bonjour. Da. Den Kerzen scheint, dann lief das Lied wahrscheinlich noch. Genau so, ne? Dann nahm Kolle die Kerze und malte mit den Russo HSV an die Kellerdecke. Und dann guckte er mich so über die Schulter an. Genau wie in dem Video, wo George Michael die Kugel an den Baum hängt. Und ich hatte ja auch die gleiche Frisur wie er. Wie Kolle? Nein, wie George Michael. Nein, nein, das ist mein Lied. Ja, Steffi, mir ehrlich. Ja. Wenn in diesem Lied einer die Freundin von seinem Kumpel klärmacht, was ist denn da bitte so romantisch dran? Ja, für ihn jetzt nicht, also den Kumpel. Aber für die anderen beiden ist das ja Gänsehaut-Feeling pur. Ach guck, und das ist für euch Weihnachten. Weihnachten? Das ist ja heute nichts weiter als eine kalkulierbare Umsatzspitze des Einzelhandels. Was sagt er? Du bald holen sie ab. Mhm. Ach Franz, du bist ein Rufer in der Wüste. Also. Was macht der Rätsel? Ich brauche noch Töten in der Jägersprache mit sieben Buchstaben hinten liegen. Liegen? Umliegen. Ach ja.